Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir können, haben wir herausgefunden, Osmium so herstellen. Das geht relativ easy sogar. Wenn ich herausfinde, was mir fehlt. Iron Resin und Copper Resin. Nee, und Quartz Resin. Warum fehlt mir Iron Resin? Aber die ganze Zeit die verbrauchen, ne? Es befindet sich hier gleich die ganze Zeit hier drin. Aber so ein bisschen Iron Resin, bitte. Dankeschön. Ich sammle mir so ein bisschen was mal kurz. Dankeschön. Und Quartz Resin habe ich echt keins mehr. Wie kann ich Quartz Resin noch einfach herstellen? Geht das? Oder muss es aus der Pflanze kommen? Ich habe die Vermutung, dass ich bis jetzt noch keine Slime-Ding da gemacht habe. Oh, kann die machen. Fun Fact. Wo war da das Problem nochmal? Die muss ich schmelzen. Die brauche ich. Du kannst da mal rein. Du auch. Die Kohle auch. Alles, was ich nicht schmelzen muss, auch. Gut. Dann schauen wir an, was der da hinten für Schmelzvorgänge schon hat. Doch, dann schon mal ganz gut. Dann können wir die schon mal abtransportieren. Kommst du schon mal hier rein? Der sollte sich auch langsam füllen. Aber es geht gut voran. Muss man schon lassen. Dann noch den 17er reinhauen. Uran dabei und alles. Das ist doch schöner Rohstoff. Wie viel habe ich denn mittlerweile? Wahnsinn. So. Dann lassen wir die jetzt mal schnell machen. Die ich doch eigentlich so einen Quartz Tree herstellen können, oder? Quartz Sapling. Habe ich dann oben noch Platz oder muss ich eine komplett neue Anlage mal hinsetzen? Hinten habe ich noch Platz. Die werden schon alle wachsen. Wir müssen auch mal um die Pflanzensysteme hier kümmern, wie gesagt. Aber fürs Erste, ich brauche erstmal Quartz Resin, bedeutet, das sollte jetzt von ihm gleich mal kommen. Und dann können wir den Digital Miner langsam in den Angriff nehmen, sobald wir Osmium haben. Weil den Osmium ist jetzt dann auch nicht so schwer zu produzieren dann am Ende, ja. Ich dachte, das wäre voll schwer zu produzieren, aber dann... Korn? Da tue ich gerade Korn down, okay. Ich wollte schauen, wie weit die hier sind. Damit die letzten Materialien noch hier reingehen können. Und dann langsam verarbeitet. Dann gucken wir mal, ob Quartz. Zwei Quartz Resin habe ich schon mal. Perfekt. Warte, wie viel Materialien? Ja, da kommen die ersten Alkers wieder rein. Und jetzt muss ich nur gucken. Osmium. Jawohl, ein Osmium Amber haben wir schon mal.
bräuchte noch ein bisschen Metall von hier hinten. Nee, da war ich doch schon an der richtigen Stelle. Ha, hier hinten ist der Packager. Meins. Komm, gib's mir. Meins. Meins. Gut. Nein. Bist du meins? Komm her. Ich wollte eigentlich nur die hier noch aufteilen, um mehr davon zu produzieren. Yes. Genau, dann schmelzen wir das doch einmal. Kann ich das nicht einfach so machen und dann kriege ich gleich drei raus? Nice. Perfekt. Ich tue mal schnell euch beide raus. Einfach für eine Zeit mal. Dann sammelt sich das kurz nochmal an. Dann kann ich nachher noch mehr produzieren. Einfach so. Ich wollte jetzt damit einen Infuser machen oder sowas. Infuser. So hieß er. Perfekt. Den kann ich ja dann wahrscheinlich hier einfach irgendwo anschließen ans Netz. Perfekt, sie kriegt direkt Strom. So, und dann können wir gucken wieder für den Digital Miner. Digital Miner. So, fangen wir an mit den Dingern. Davon brauchen wir jeweils zwei. Anfang tun wir mit Redstone und Eisen. Sollte jetzt nicht so schwer zu sein zu finden, oder? Redstone und ein bisschen Eisen. Zwei Eisen sollte reichen. So. Eisen kommen hier rein. Perfekt, dann haben wir eins davon schon mal. Security Public. Private. Okay, der ist wieder leer. Perfekt, gut. Dann, wenn ich die habe, Diamond Dust. Brauche ich Diamond Dust? Im Ernst? Diamond Dust. Da wird doch wahrscheinlich der Manufacturer hier helfen, oder? Yep. Gut. Und dann brauchen wir Obsidian. Aber nicht nur irgendeins, sondern so Refined Obsidian. Und das macht man in einem Osmium Compressor. Hehe. Ich brauche noch mehr Eisen. Fuck the shit, machen wir mal 20 davon oder so. Kommt du hier? Wie kommt ihr her? Hm, ich hätte gerne. 32 sollte reichen. Denke ich mal fürs Erste. Kann man ihm Speed Upgrades geben oder sowas? Upgrades hier, guck mal. Speed Energy. Ah, schau mal. Schau mal. Speed? Upgrade und bestimmt haben wir auch ein Energy noch. Energy Upgrade. Können wir nicht machen, schade. Aber ich kann ihm ein paar von denen reinsetzen. Andere Speed Upgrades? Nein, das waren die falschen. Hier, die da. Oh. Blöd. Osmium. Dann machen wir noch ein bisschen Osmium. Haben wir immer noch kein Iron-Zeug?
Pflanze drin, das verschwindet instant. Auf Wohnzünde verschwindet es. Hierhin, weil der noch was macht. Der craftet auch noch mit. Warum hat er den noch mitcraften lassen? So, jetzt sollte es dann langsam passen. Der macht langsam. Dann nehmen wir uns schon mal die. Und dann schauen wir noch mal durch. Digital Miner. So. Hier, zack. Braucht dann Refined Obsidian. Ach, guck mal, ich kann nicht mehr. Crushed Obsidian mit Diamanten ging ja auch rein theoretisch. Aha. Bedeutet, ich kann rein theoretisch auch einfach Obsidian nehmen. Braucht nur zwei dafür. Und dann holen wir uns ein paar Diamonds. Muss ich auch in Zukunft mal einen Redstone. Ach, guck mal, da gibt es sogar mehr aus. Cool. Soll ich die jetzt fertig machen lassen? Auf Lager zu haben ist wahrscheinlich auch nicht blöd. Dann schauen wir mal Iron, wie viel jetzt mittlerweile da ist. Ach, schade. Dann können wir Osmium noch ein bisschen was machen, oder? Ups, jetzt geht mein Vogel ab. So, die 11 haue ich jetzt gleich nochmal in den Schmelzer. Dann haben wir den gleich nochmal auf Lager. So. Dann hat man nicht gleich noch ein bisschen Osmium einfach. So. Wie schaut es bei euch aus? Immer noch 12. Osmium wieder fürs Lager. Das ist gar nicht schlecht, denke ich, so ein bisschen was an Osmium einfach auf Lager zu haben, jetzt auch fürs Erste. Ich will jetzt auch das Redstone hier nicht dumpen. Können wir mal gucken, nochmal wegen des Speed Upgrades, weil da war ja doch irgendwas auch so ähnlich verlangt, oder? Speed Upgrades. Osmium Dust und ein bisschen Glas. Osmium. Nehmen wir die Hälfte und tun die mal klein machen. Sechs Speed Upgrades fürs Erste. Sollte passen. Speedy Gonzales Upgrades. Der würde ich richtig Gas geben. Speed. Nee, die kannst du wieder rauskriegen. So, okay. Oh nee, warte mal. Lieber muss ein Crushed Pulver sein, ne? So, und dann geht ihr da rein und ab geht's. Dann geht das da rein und ihr da rein. Nice, dann haben wir die zwei schon mal. Dann wieder zum Digital Miner. Dann haben wir den schon mal. Dann brauchen wir das rein theoretisch noch. Das ist ein Osmium Block und Redstone. Redstone. Nein, das ist anderes Redstone. Schauen wir mal, wie viel er braucht. Nein, jetzt brauche ich Osmium. Osmium.
Okay. Digital Miner. So, jetzt habe ich die Boards. Jetzt habe ich das da. Teleportation Core. Habe ich noch keinen Plan, wie ich das mache. Ach, leg mich doch. Redstone. 1, 2. Osmium. Der Mod liebt Osmium, wie scheint. So, dann Digital Miner. Ich habe einen zweiten gemacht. Nicht so. So. Dann. Und noch. Ja, klar, noch ein. Und wie weit Obsidian Ingot. Und dafür brauche ich einen Kompressor und Osmium. Ich hasse mit jetzt schon Steel Casing. Das kriege ich doch locker hin, oder? Yes, ein Steel Casing kriege ich hin. Jawoll. Ich setze was im Teleportation Core. Okay. Wir nehmen jetzt 8 Stück davon. Na, 6 Stück. Dann passt es. Dann brauchen wir Diamonds. Und zwar 12 Stück. Und dann sollte das passen. Lass mal die mal hackeln. Ah, die mit ihrem blöden Kurs die ganze Zeit. Machen wir schon Osmium. Osmium. Da haben wir es doch wieder. Das ist kein Quartz, okay. Ja, die bauen alle nur neue Anbaugebiete, das wird noch ein bisschen dauern. So. Rein da. Rein da. Dann wird erstmal Upgrade gemacht. So, dann kommt ihr. Raffiniert er jetzt hat und dann kommen noch die rein. Ich schicke währenddessen mal da rein. Dankeschön. So, und dann wieder zum Digital Miner. Digital Teleportation Core. Dann haben wir den Roboter in der Mitte. Der braucht neben Refined Obsidian Ingots eine Personal Chest, Steel Ingot, Energy Tablet. Die kann ich machen. Ich habe zwei Energy Tablets für dich jetzt schon mal. Das haben wir, das haben wir. Es fehlt nur noch die blöde Chest, dafür brauchen wir einen Basic Controller. Das ist rein theoretisch ein Obsidium Ingot und Redstone. Das ist jetzt nicht das Problem. Ein Redstone und ein Osmium. Dann hat sich das auch erledigt. Und dessen haben wir eh schon wieder ein bisschen was davon erzeugen können. Dann haben wir den Basic Circuit, dann kann man wieder der Digital Miner, diese personalisierte Chest holen. Genau, alles natürlich mit Steel, weil Steel ist ja Fashion. Wir brauchen nur noch diese Ingots. Dafür brauche ich einen Compressor. Dafür brauche ich die. Ah, okay, ich hole mal ein bisschen Redstone. Ein bisschen Iron. Zwei weniger. Wir brauchen zweimal Osmium. Und
dann geht's los. Erstmal das rein, dann das hier rein. Gut, und dann Eisen rein. So. Jetzt können wir diese Folge noch hin, ich sag's euch. Jetzt zwei. Das sind jetzt die hier. Digital-Miner. Ah, ich war jetzt gerade beim... Doch, warte mal, ich mach hier schon richtig. Zack, zack. Noch eins von diesen Steel-Cases. Jetzt sollte es passen. Yes. Gut, und dann muss ich diesen Osmium-Kompressor jetzt aufstellen. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge einfach fertig. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten. Also, bis dann. Ciao.